So, da bin ich wieder mit einer neuen Episode. Hier seht ihr alle Titel, die wir jemals geholt haben. Hoffentlich kommt. Wo ist es denn? Da, hier noch Titel Nummer 4 hinzu. In 6 Tagen haben wir auch natürlich die Gewissheit, ob wir es hinkriegen. Im Finale gegen Manchester City. Wir sind natürlich auch da Favorit, haben die bessere Mannschaft. Aber Man City ist ja nicht umsonst so häufig immer im Finale. Und allgemein sehr weit vertreten im Wettbewerb. Da muss man halt schon eine gute Leistung abliefern oder zumindest nicht viele Fehler machen, sonst kriegt man es halt nicht hin gegen City, ne? So, also die beiden hier, die werden es auf jeden Fall nicht schaffen. In 7 Tagen wieder voll im Training, in 4 bis 9 Tagen. Ja, also wir werden einfach die 11 benutzen gegen Augsburg, die vor allen Dingen in der zweiten Halbzeit das natürlich super gemacht haben. In Form von Esposito, allen voran, der ja 2 Tore geschossen hat. Mal gucken. Ich würde mich freuen, wenn wir jetzt wieder die Champions League gewinnen. Ne? Das ist halt noch so ein Titel, den wir zu selten gewonnen haben. Ich finde nur 2 Mal in bislang 6 gespielten Saisons. Jetzt ein 3. Mal in 7 Saisons wäre schon mal ganz gut. 3 U21 Spieler, sehr schön. Ich will halt so viele A-Nationalspieler haben, wie es nur geht. Gucken wir, ob es Hüseyin Aydin auch schafft. Magda Binas. Auch schon 22 Jahre alt, aber der ist halt gut. Der ist halt gut. Das Problem, wir haben halt dann mit ihm zusammen 3 Superlinksverteidiger und 2 sind halt noch deutlich besser. Und natürlich auch jung, wie auch sonst. Nee. Nein. Was? Abbrechen. Nee. Hä, wann habt ihr das denn angenommen? Nein. Was? Nee, nee, nee. Ich will jetzt nicht für ihn 72 Millionen bezahlen, auch wenn er gut ist, aber ich glaube schon, dass er irgendwann ein bisschen billiger sein wird, oder? Sollte er doch. Bochum würde sich freuen, also um die 70 Millionen einfach mal kriegen für einen Spieler. Klar, die würden mit Sobotka einen guten verlieren, aber es ist auch ganz gut, so viel Geld zu haben. Aus VfL muss man dann schon eher die Kohle nehmen. So, Nürnberg, schaffen wir es? Ja oder nein? Ja, GG an Nürnberg, an den Club, an den Club zum Aufstieg in die erste Liga. Und Paderborn steigt natürlich ab. In der Nähe ist gerade richtig laut ein Flugzeug. Aber hört man nicht im Stream, ne? Spieler des Jahres werden natürlich, ne? Natürlich Torschützenkönig. Jan Thielmann. Das ist ganz gut gemacht, ne? Hat schon viele Spiele auch in der Realität gemacht, aber ich muss sagen, ich sehe den jetzt nicht ganz so gut. Ey. Na gut, Henny Rönn hat 32 Spiele gemacht, Van der Voort bei uns. In der Liga jetzt auch nur 21. Pearson 13. Kann ich da schon verstehen. Der hat nur 2 Länderspiele, das ist unfassbar. Da merkt man, das ist schon somit unser Schwachpunkt, aber der macht trotzdem ganz gute Spiele immer. Ne? 7 Tore, 7 Vorlagen, auch in der Champions League macht er das ganz ordentlich. Aber klar, wenn man irgendwo einen Ersatz holen könnte, wenn man sich denkt, oh, könnte man ein besseres Ersatzspiel haben, ist eventuell die des Rechtsaußen, aber auch das meckern auf hohem Niveau, wie man so schön sagt.
wir wollen den Sieg. Nochmal schön angespornt. Ist bereit zur Rückkehr, würde ich nicht sagen. Ja, ich lasse die draußen. Macht keinen Sinn. Dem hier ist rechts außen, dann kann man ja zum Beispiel Haaland nach rechts schieben und Esposito in den Sturm. Funktioniert ja immer sehr gut. Ja, Cosimo de Palma haben wir halt. Immer noch Guardiol, Collins, Hüseyin Aydin. Das ist der Satz. So, Moral über super. Der muss mehr Tore schießen. Der muss ein bisschen mehr hier leisten. Olaf wirkt natürlich jetzt Rotationsspieler geworden, aber natürlich mit hervorragendsten Qualitäten. Ne? Alles, was er können muss, kann er. Hat überall mindestens 16. Technisch zumindest. Der schönste, ein Jungspieler, ein richtiger Jungspieler, den wir nicht eingekauft haben, sondern einfach, er kam zu. War einer vom Youth Intake. Ich hoffe, er sagt nichts Falsches. Ja, ich sag nichts Falsches. Ja, 5 Tore, 12 Vorlagen. Ich meine, nur 1 oder 3 Vorlagen. Er war natürlich deutlich weiter zurück als Mesala. Ne? Das darf man halt nicht vergessen. So, let's go. Finale gegen Manchester City. Wir können noch ein paar Spieler mehr auf die Bank tun, aber macht keinen Sinn. Weil die sind halt noch zu verletzt. Oder eher gesagt, die sind noch nicht im Training, im Mannschaftstraining da. Müssen wir das nicht machen. So Leute, auf zum zweiten Champions League Titel in Folge, hoffentlich. Hat mal ganz gut gespielt von City. Unten konnte Hamza. Geht direkt hier zur Sache nach 26 Sekunden. Das ist doch schön zu sehen. Aber wo ich gerade so Petre sehe bei City, ne? Schon jemand, den würde ich gerne haben. Oh, Ilias. Und ich muss sagen, irgendwie stört mich auch, dass Ilias Akkumachen nicht nominiert wird für Spanien. Das ist nicht unser Niveau. Wir wollen nur Nationalspieler haben. Einmal ganz kurz schauen. Der junge Pedri. Oh, er ist 24. Könnte rechts außen, aber ja, ist er nicht unbedingt, ne? Und für die anderen Positionen brauche ich sowieso geschätzte Ablöse zwischen 303 und 406 Millionen Euro. Ja, klar. Warum auch nicht? Wen haben die denn noch so Junges dabei? Franklin Feijoo? Jaden Edwards? Pedri über 100 Millionen? Finde ich unfair. Meine Spieler kriegen nie so viel. Okay, die haben 217 Millionen für ihn bezahlt. Dann weiß ich jetzt auch, wieso der so teuer ist. Vom Wert her, aber der wird wahrscheinlich auch unter 100 Millionen sinken. Boah, ist der gut gewesen? Geworden. Zirk C. Aber wenig Länderspieler, finde ich. Wurde wohl sehr spät erst das erste Mal nominiert. In dem Champions League Finale können wir so jemanden nicht spielen lassen wie Esteves. Und er hat, glaube ich, angezeigt, dass er auch raus will. Dann machen wir es auch. Man sagt ja immer so schön, niemand kennt seinen Körper besser als der Spieler selbst. Schön gemacht von Ederson. Boah, zirk C. Kamavinga wunderschön auf Haaland. Toller Pass in die Tiefe. So schnörkellose Spielzüge sind auch manchmal geil.
aufgepasst von Felix. F zu 3 Schüsse, also wir sind auch heute natürlich die bessere Mannschaft, wie man sehen kann. Ich will auch deswegen noch nichts ändern. Aber ich nehme mal gleich, kommt Audrey mal rein für Hamza. Also geschmeidig, wie er da vorbeikommt, ne? E likes Moriba. Aber Ederson haben ihn natürlich auch mit den besten Keeper der Welt. Einer der besten. Einen. So, meine Güte. 6 Minuten vorüber. Frisches Blut auf dem linken Flügel. Ja, jetzt brauchen wir auf jeden Fall frisches Personal. Sieht nicht gut aus. Na, ja, City ist in der zweiten Halbzeit besser. Und auch die Wechsel haben bislang nicht viel gebracht. Aber natürlich muss man jetzt alles oder nichts gehen. Ist ja klar. Jetzt würden aber die Citizens viel, viel Platz haben. Gutes Tackling von Temes. Stamatu. Das ist nicht unser Spiel. Und wie ich sage, eine City ist halt wirklich so der Konkurrent. Da muss man sich halt strecken. Super gespielt! Oh. 10 Minuten noch. Ja, wir müssen jetzt so spielen. Sehr gut auf Erling. Auf Erling mitten. Oh, mitten. Super Lupfer. Elfmeter. Das ist nicht gut. Der Schiri wird sagen, jo, das war ein Elfer.
Wie gesagt, man darf keine Fehler machen, man muss die Chance nutzen, man muss einen guten Tag haben. Das war's. Oh, nee. Das... Mann! Kann es nicht verteidigen. Der Titel. Shit. Ne, wird wirklich ein 2-0. Was deutlicher aussieht, wie ich finde. Ach so, schlussendlich war. Ja, das war's. GG an City. Die sind mal wieder Champions League-Sieger. Kann man einfach mal nichts sagen. Ist wohl das Beste. Bitter. Am Ende dann halt nur 2 große Titel. Nationalen. Ja, ein bisschen cooler. Kohle wir einfach haben. Ach Mann. Ach, das erste Mal haben die jetzt gewonnen. Ah, okay, das erste Mal, okay. Immer nur englische Vereine oder wir. Ne? Da sieht man einfach, wie stark die hier auch im Spiel sind. Mit meinen lieben Zuschauern, das war's dann von dieser Saison. Wir werden jetzt natürlich wieder vorspringen. Etwa 4 Wochen, glaube einen Tag vor Juli oder so. Mal gucken. Können wir auch mal entscheiden, was wir mit den Leihspielern wir so machen werden. Ne? War trotzdem eine geile Saison. Und am Ende das Finale. Oh, das tut weh. 2. Champions League Sieg in Folge. 2. Mal das Triple holen. Das wäre schön gewesen, aber sollte nicht sein. Vielleicht kriegen wir es in der nächsten Saison wieder hin. Also macht's gut, habt noch einen schönen Tag und wir sehen uns. Bis dann.